Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job-Review hier auf meinem Kanal. Ist euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass obwohl jetzt der Endgame-Modus raus ist, dass trotzdem vor jedem Spielstart immer noch der Endgame-Trailer kommt? Ist ein bisschen strange. Auf jeden Fall, wenn ihr keine Job-Reviews oder generell Videos auf dem Kanal nicht hier verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Und ich würde sagen, wir gucken direkt in den Item-Shop rein. Okay, wir haben heute tatsächlich grüne Skins auf der linken Seite. Es passiert so. Ich glaube, es ist sonst tatsächlich noch nie passiert. Normalerweise sind grüne Skins ja eigentlich fast immer auf der rechten Seite. Aber auf jeden Fall sogar direkt zwei. Und ich finde, sie sehen auch richtig cool aus. So ein bisschen mit Tattoos. Ja, ein bisschen wie so ein. Ja, wie so ein Gefängnisausbrecher mit Messer an der Seite. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. Und dann hier die weibliche Version, Aura, sieht auch richtig cool aus. 800 V-Bucks, grüner Skin, finde ich echt richtig nice. Auch wieder neue grüne Skins gibt, weil die immer extrem günstig sind, so im Vergleich zu anderen Skins. Und dann haben wir hier auch direkt den legendären Skin, nämlich den Fate Skin. Das Backpack finde ich richtig cool, hier mit diesen Bitter oder diesen Blitzen, die da hinten in der Kugel drin sind. Sieht das auf jeden Fall extrem nice aus und generell dieser Ninja-Skin gefällt mir. Aber Schicksalsrahmen noch, finde ich eigentlich auch ganz cool, die Spitzhacke. Und noch passend dazu den Spaltflügelgleiter, den ich auch eigentlich ziemlich cool finde. Der sieht ganz cool aus, hier mit diesem Aufklappeffekt. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann gibt es noch die männliche Version davon, nämlich den Omen-Charakter. Den finde ich nicht ganz so cool. Ich finde, das Cape ist auch fast ein bisschen zu kurz geraten. Mag ich jetzt nicht ganz so, finde ich den Fake-Charakter ein bisschen besser. Dafür ist die Orakelhacke extrem cool. Die passt natürlich auch gut zum Backpack. Ja, hat einen normalen Werkzeugeffekt. Sieht aber auf jeden Fall extrem cool aus. Und dann haben wir tatsächlich seit sehr, 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 sehr langer Zeit mal wieder den Bühnenmonster-Charakter. Der steht auch wieder da. Der war schon Ewigkeiten nicht mehr drin. Finde ich auf jeden Fall nicht ganz cool. Ein sehr extravagantes Backpack. Der sieht schon sehr speziell aus. Ist auf jeden Fall ein ganz nicer Skin. Jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsskin, aber auf jeden Fall ganz nice. Haben wir den Flugkarpfen. Den finde ich auch extrem cool. Hier mit diesen Wassertropfen, die dann so kommen. Und hier unten auch dem Papier. Gefällt mir auf jeden Fall und lohnt sich auch zu kaufen. Haben wir Träumerfüße. Musik ist auf jeden Fall ganz cool und auch die Bewegungen gefallen mir ja wirklich ganz gut. Kommen sich definitiv sehr gut kaufen. Und wir haben heute den Hypernova-Charakter. Finde ich eigentlich richtig cool. Das ist eben mal so ein richtiger Militärroboter-Skin. Backpack gefällt mir auf jeden Fall. Mit den orangen Farben finde ich das auch ganz cool. Deshalb kann man sich den auch wirklich sehr gut kaufen. Haben wir Schalenschläger. Hat einen sehr, sehr dumpfen Sound. Sieht aber eigentlich ganz cool aus mit der Banane oben und dann hier diesen Palmstock im Prinzip. Gefällt mir auf jeden Fall. Und da haben wir noch als letztes Punktetafel. Auf jeden Fall ganz witzig. Und 200 V-Bucks Emotes. Kann sich jemand immer gut kaufen. Ist jetzt nicht allzu viel V-Bucks. Sollte man so rum oder eventuell rumliegen haben. Ja, deshalb gehen grüne Emotes eigentlich immer klar. Heute ist natürlich auch der letzte Tag in Season 8. Morgen kommt dann schon das Update. Als wollte ich gar nicht erst öffnen. Egal. Fehlgeschlagen. Erfolg, jawohl. Und next one. Lohnt sich ja immer diese ganzen Expeditionen zu machen. Aber erst mal in den Item Shop gucken. 7 Lama ist heute drin.
Gibt es ja in so ziemlich allen Versionen als 5er-Lama, als 7er-Lama, whatever. Und Ich kann wenn sie es ja doch mal ein richtig goldenes Lama hören. ist und man hier noch vielleicht Überlebende Du braucht, klingst zwei doch so Überlebende, süß. sind auf jeden Fall ganz nice und deshalb finde ich die eigentlich auch immer noch so mit Was das passiert Beste. hier Und es ist immer halt ein gerade? bisschen günstiger, als würde man sie mal Upgrade-Lamas kaufen. Ja, deshalb lohnt sich das eigentlich immer ganz gut. Ist natürlich jetzt auch die letzte Chance, dass ihr die Event-Gegenstände und generell auch wöchentliche Gegenstände bekommen könnt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr da mal im nächsten Video vorbeischaut. Und bis dahin, ciao.